Also, das hier wird jetzt ein YouTube-Video. Ich schaue mir eure Talente an. Ich habe euch gebeten, mir eure Talente zu schicken über Twitter. Unter dem Tweet sieht man dann eure großartigen Talente oder generell Arts oder kreative Projekte, die ihr mir einfach reinschicken wolltet. Die schaue ich mir jetzt einfach random ein bisschen im Stream an. Und wenn euch das gefällt, dann können wir sowas gerne nochmal machen. Ich habe da eine Strähne gehabt. Man, warum hat mir das keiner gesagt? Jetzt sieht man das in dem Video. Das sieht dulli aus. Ach, warum hat das keiner von euch gesagt? Ja, fangen wir an. Mein Talent ist, dass ich meinem Hund beigebracht habe, still zu sitzen. Hier ein kleines Foto von dem Racker. Wie viele Sachen mir von Medi geschickt wurden. Wunderbares Talent. Wunderbar. Große, ab denselben wie User 800 und Supporter, aber werde ihn wohl wieder abgeben. Ich habe meinem Frosch beigebracht, jeden Morgen um 5.22 Uhr einen guten Morgen-Tweet zu schreiben. Alter. Es ist einfach sehr, und er haut dann hier rein. Quark. Ach du Scheiße. Streamlabs, über uns wird an dem Tag das Stream laufen, oder? Oh. Nee. Also der läuft gerade über OBS. Aber darüber lässt sich natürlich diskutieren, ob der über Streamlabs laufen soll. Aber das ist dann halt auch, ne? Das ist dann immer eine Frage. Ne, ihr wisst ja, ich bin eine vielbeschäftigte Frau. Bin da auch placementmäßig gerade gut versorgt. Streamlabs ist halt, ist einfach nur eine Frage der Verhandlung. Ne? Ich versuche mir Photoshop selber beizubringen und bin Jürgen Würger im 20. Das eigentliche Talent. Das ist actually geil. Wie findet ihr das? Das ist wirklich gut. Kann er das auch mal mit mir machen? Ich will auch sowas. Das sieht voll cool aus. Ist es ein Talent, wenn man recht gut und präzise erklären kann? Ja. Ja, ich würde sagen, ist schon ein Talent, weil ich bin eine Person, ich bin sehr schlecht im Erklären. Der Hund von meinem Bro-Supporter und Jäger-Supporter kann voll viel... Ey, Mann, der arme Medi ist zu... Gottlos! Oh mein Gott! Okay, das ist... Das Ja, Medi, bei dir kracht's ja gewaltig. Was hast denn du da angestellt? Ich kann gut Bilder bearbeiten. Oh, I stepped in shit. Oh. Maybe they hate me because I'm too good. Don't be sad. Meine Schuld ist heute ab und der Nike Jogger passt, also tanz für mich. Don't be sad. Mit dir mache ich jeden Quatsch und wir tanzen in der Nacht, also lach. Hä? Moment mal. Das hört sich actually nicht schlecht an. Das hört sich actually nicht schlecht an. Ein bisschen Shindy-Vibes, ja, true. True, 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 true. Thumbnail-Designs war circa einem Jahr selber beigebracht und seitdem über 900 Thumbnails für verschiedene Kunden erstellt. Okay. Oh, okay, wir haben Willi. Aha. Willi. Ich mag aber diese Thumbnails. Ich finde die echt geil. Das ist actually richtig strong. Das hat mir gefallen. Ja, Sobi Idol. Ja, oh, Sobi. Das ist safe ein Anime. Ein Zehner. Das war actually richtig geil. Scheiße, wie schwer muss sowas sein? Wie lange muss man für sowas üben, dass man das kann? Zeichnen wäre meins. Ist jetzt nicht einzigartig, aber halt etwas, das ich gut kann. Hey, ja, ist ja nicht schlimm. Das ist aber gut. Das hier mag ich sehr. Das finde ich strong. Das finde ich richtig strong. Das könnte so ein Hintergrundbild auf dem Handy sein. Das finde ich cool. So animiertes Pixel-Art, als dass man gleich live ist, finde ich geil. Und das ist eine Idee, die ich mir jetzt gerade abhole und ich ein Bild davon mache. Boah, das ist cool. Das ist cool. Das mag ich auch sehr. Auch mal ein Foto davon machen. Das ist auch strong. Sehr schön, sehr schön. Wirklich sehr cool. Ich mache mal mehr, mal weniger gute Bildmontagen. Also, achso, der editiert das da rein. Das ist aber strong. Das letzte Bild unten. Boah, das ist aber strong. Das ist strong. Das hier gefällt mir sehr. Guck mal, wie der das gemacht hat. Nicht wirklich kreativ, da ich die Inspiration von jemand anderem genommen habe. Trotzdem nicht bestellt, sondern selbst gemacht. Ein Porträt aus Bügelperlen für meine Eltern zu Weihnachten. Chat, das will ich später sein. Das will ich später sein. Hey, bin Danny. Ich singe gerne. Leider hatte ich nicht mehr so viel Zeit, meiner Leidenschaft nachzugehen, aber ich greife jetzt wieder an. Keine Sorge, ich bin glücklich, aber ich liebe es, Balladen zu singen. Lol. Ich bin am Singen.
Also ist actually gut, gefällt mir sehr. Er trifft die Töne echt sehr gut. Lass uns das andere Video anschauen, was er geschickt hat. Forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for blaming you. Das ist super gut. Ja, deswegen ist, guck mal, Leute, ihr müsst erstmal diese Confidence haben, ein Video von euch aufzunehmen, wo ihr singt, um das dann noch online zu stellen, dass es jeder sehen kann. Das ist super. Im Moment meine kreativen Projekte, die Queen Mary 2, und der ist seit 1,5 Jahren baue, und die Black Pearl seit 2 Monaten. Boah. Boah. Auch so ein Machertalent. So ein Hobby, was man hat. Wie geil. Die Black Pearl fühle ich sehr. Zeichne manchmal so das typische Talent irgendwie. Naja, man muss das nicht als 0-15 Talent abstempeln. Das finde ich cool. Oh lol, das bin ja ich. Hö. Das finde ich richtig geil. Das finde ich richtig geil. Mit der Biene, die hier so durchfliegt. Das finde ich. Das finde ich auch sehr geil. Das gefällt mir. Mag die Stilrichtung von der Zeichnung. Mach ich mir mal ein Foto von. Für Inspo. 4 Pixel Art zu dir. Habe mir sehr viel Mühe gegeben und steckt viel Herz drin mit einer kleinen persönlichen Geschichte, die mir wichtig ist, und freue mich darauf, sie zu erzählen zu können. Bin sehr gespannt auf deine Reaktion. Danke für diese Möglichkeit. Okay, ich glaube, dafür müssen wir in den Discord. Hallo? Hallo. Hallo! Okay, hau mal raus. Erstmal danke für die Möglichkeit überhaupt, dass ich dir das halt jetzt alles erzählen kann. Gerne. Es fing ja erstmal darin an, dass ich das Bild in dem schwarzen Kleid genommen habe für deinen Geburtstag, so als kleine Geste. Aha. Und als kleine Geste, weil ich halt immer aktiv bin, gerne einen Stream schaue. Es gibt extra Internetseiten dafür, dann fügt man das Bild ein, dann wählt man seine Blöcke aus, die man haben möchte. In dem Falle habe ich halt jeden Minecraft-Block genommen, den es halt gibt. Aha. Damit es halt so realistisch wie möglich aussieht, und dann wird das auf der Seite direkt umformiert in die Blöcke, und jedes dieser Pixelart besteht aus über 30.000 Blöcke. Boah, 30.000, wie lange hast du für ein Bild gebraucht? Kann ich nicht genau sagen, wie lange ich genau für eins gebraucht habe, weil ich habe nicht auf die Zeit geachtet, ich habe einfach nur gebaut, und es ist halt immer unterschiedlich so. Deswegen unterscheidet sich das, aber ich habe für alle 4 ungefähr 2 Monate gebraucht. Boah, deswegen. Ist auf jeden Fall sehr huge. Ich danke dir. Es sieht auf jeden Fall sieht wirklich sick aus. Vorweg sage ich auch direkt mal, ich mache das nicht für Aufmerksamkeit oder vor allem macht man auch keine Witze darüber. Bei mir steckt da viel hinter, weil ich hatte über einen längeren Zeitraum eine schwere Zeit. Ich habe wichtige Menschen verloren. Ich hatte Depressionen, falsche Freunde. Die Leute kannte ich auch teilweise Jahre, und ja, du und deine Streams haben mich halt aus dem Loch geholt, sodass ich wieder an mich glaube. Es tut mir sehr leid, das zu hören. Ich werde auf jeden Fall versuchen, weiterhin so viel Content zu machen, wie es geht, dass du einfach nicht mehr in das Loch reinfällst. Und ich hoffe, dass ich da weiterhin helfen kann.